Ja, moin moin und herzlich willkommen hier wieder bei Gesund drauf. Mein Name ist Marco Eidelmann und heute gibt es ein Ernährungsvideo und auch ein bisschen wahre Kunde. Und zwar, was ist der genaue Unterschied zwischen dem Matthias Brathering, den habe ich hier schon filetiert bzw. abgezogen vom Ganzen, dem Rollmops und dem Bismarckhering und wie gesund sind die überhaupt? Ja, ich möchte euch auch nicht langweilen mit so Themen wie, wo kommt er her, wie wird er gefangen und so weiter, sondern ich möchte direkt zum Punkt kommen. Also wir haben hier den Matthias, ein holländischer Matthias, der ist normalerweise mit Schwanz hinten dran, den habe ich jetzt schon abgeschnitten. Der Matthias, der kommt aus dem Holländischen, auch von der Sprache her. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber Maisjes, das heißt so viel wie Mädchen, ist ein jungfräulicher Hering, sprich hat sich noch nicht gepaart und vermehrt. Und auch noch keinen Laich oder sonstige Samen oder sonst was im Bauch gehabt. Das heißt, der wird, bevor er sich überhaupt vermehrt, gefangen. Hat den Vorteil, der ist vom Fettgehalt noch super hoch, sehr, sehr zart, noch nicht ausgemerkelt, weil wenn die Heringe einmal abgeleicht haben, dann sind die natürlich viel, viel, ja, ausgezehrter, auch von den Mineralstoffen, von Fettgehalt her, das ist ja ganz normal. Der wird nach dem Fang im Prinzip auch nicht gebraten, gekocht oder sonst was. Der ist immer generell roh. Der wird komplett ausgenommen, der Kopf kommt ab, Schwänzchen bleibt hier nicht dran, in der Mitte wird alles rausgenommen. Es bleibt aber noch ein Teil von der Bauchspeicheldrüse und den daraus entstehenden Enzymen in dem Fisch drin. Wird das auch, das Ganze wird verschlossen, das wird dann gereift ein paar Tage. Und genau diese Enzyme geben diesem Matjes auch das tolle, ja, kräftige Aroma. Bei dem Matjes, das seht ihr ja, wenn man hier drüber geht. Brutal viel Fett, ne? Habe ich ja schon gesagt. Was da auch noch wichtig ist, der kommt normalerweise immer gefroren in den Handel. Also es ist ganz selten, dass ihr an den Küsten den wirklich mal ganz frisch kriegt. Hat die Bewandtnis, der hat relativ oft Fadenwürmer, sogenannte Nematoden drin. Die können relativ groß werden. Ne? Also es können richtig lange Dinger sein. Ich habe da schon Viecher rausgeholt. 30, 40 Zentimeter aus manchen Fischen. Und dass die tot sind. Und wenn man die aus Versehen mal mit isst, dass da nichts passiert, werden die halt eingefroren. Ist aber mehr oder weniger eher ein optisches Problem oder ein Ekelproblem, als dass es jetzt groß gefährlich ist. Es gibt ganz selten Fälle, wo wirklich Nematoden bei Menschen dann Probleme machen, die jetzt aus so Fischen sind. Ich habe euch auch noch unten in der Videobeschreibung was verlinkt zu dem ganzen Thema. Da könnt ihr das auch nochmal ausführlich nachlesen. Und Matthias hat einen ganz speziellen Geschmack, wenn ihr mal so einen rohen, echten holländischen Matthias probiert habt. Ohne irgendwelche Zusatzstoffe, nur gesalzen, dann kennt ihr das. Ja, der Bismarckhering, den haben wir hier. Kann man auch gleich zum Rollmops überspringen. Ist im Grunde dasselbe, nur dass beim Rollmops noch eine Gurke drin ist. Gibt es verschiedene Rezepte, er wird meistens eingelegt mit halt Senfkörnern, Essig, Öl und halt den üblichen Zutaten. Leider ist es so, das muss man dazu sagen, dass man auch beim Thema Gesundheit. Oft ist noch Süßstoff drin, wenn da auf der Packung steht, dass da Aspartam oder so ein Zeug drin ist. Dann kaufe ich den generell gar nicht. Am liebsten habe ich, wenn er einfach mit Zucker angemacht ist und gar keine Süßstoff enthält. Und natürlich auch keine weiteren Zusatzstoffe. Ein Brathering, den haben wir hier vorne. Normal kommt er als Ganzes, auch mit Schwänzchen hinten. Ist meistens mit Weizen, in dem Fall habe ich mit Maisstärke umrundet. Und der ist auch der einzige hier, der wirklich durchgegart ist. Also wenn ihr schwanger seid gerade, ne, Matthias, ist dann ein No-Go oder er geht halt das Risiko ein, das müsst ihr wissen. Dann hier Bismarck-Hering und Rollmops ist auch roh, nur der Brathering, der ist durch. Vom Fettgehalt ist es so, dass ein Matthias Matthias heißen darf, braucht er mindestens 12%. Die haben aber meistens viel, viel mehr. Also normalerweise ein Hering, der gehört zu den fettesten Fischen überhaupt, was auch wiederum für die Gesundheit super ist. Der hat nämlich einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Der Matthias hat meistens zwischen 18 und 22%. Ein Hering kann hochgehen bis 25, 28% und er erreicht da wirklich sein Maximum an Fettgehalt. Beim Matthias ist es so, der hat noch zusätzlich zu diesem hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren natürlich auch einiges an Vitamin D zu bieten. Ihr könnt mit Vitamin D über die Ernährung aus, ihr trinkt jetzt hier jeden Tag Lebertran, euren Vitamin D-Bedarf überhaupt nicht decken. Aber es ist halt ein schöner Beitrag dazu zum Vitamin D-Haushalt. Ansonsten hat er natürlich auch noch viel Jod, Mineralstoffe und Spurenelemente. Insgesamt ist der Matthias und auch die Produkte aus dem Matthias bzw. im Hering ist ja ein und derselbe Fisch. Hängt ja nur mit dem Fettgehalt und der, ja, der Jungfräulichkeitsstufe zusammen. Ist ein sehr, sehr gesundes Lebensmittel. Ihr dürft es natürlich nicht übertreiben. Wenn ihr euch jeden Tag zig Heringe reinzieht, dann könnt ihr auch irgendwann dick davon werden. Aber da müsst ihr schon viele essen. Das Problem bei dem Lebensmittel ist, während jetzt hier beim Natur-Matthias nur Salz dran ist und das Enzym, das der Matthias ja von sich aus in der Bauchspeicheldrüse schon hatte,
ist es ganz oft bei Brathering, Rollmops und anderen Produkten, ganz besonders auch bei diesen, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, essen auch manche gern, ich auch, wenn die sauber sind, diese geräucherten Matjes, so Smoky Matjes und sowas. Da müsst ihr aber genau aufpassen. In den Packungen, ihr könnt es ja hinten drauf lesen, was drin ist, da sind wirklich teils ganz aggressive Konservierungsstoffe wie Natriumbenzoat drin. Da sind dann noch Kunstaromen und all so ein Scheiß dran. Ein richtig geiler, geräucherter Matjes, der braucht es überhaupt nicht. Und auch die Eingelegten, die brauchen das alle überhaupt nicht. Wenn ihr das selber zu Hause macht, dann könnt ihr das wie früher, das gab es ja auch vor 200 Jahren nicht, so ein Scheiß da im Essen. Das war ja noch gar nicht erfunden. Da könnt ihr das wie früher einfach so nach Hausfrauenart machen, ganz normal, ohne den ganzen Chemiekram, der das Ganze dann wirklich natürlich eher ungesünder macht. Ne? Also gerade so Stoffe wie Natriumbenzoat, das wirkt sich nicht gerade gut auf den Körper aus. Achtet darauf, wenn ihr das kauft, dass möglichst keine oder nur ganz, ganz wenige und sehr harmlose Zusatzstoffe drin sind. Ja, was gibt's noch zu sagen? Im Prinzip nicht mehr viel. Ich wollte euch ja nicht hier mit irgendwas langweilen. Kurz zusammengefasst, Matjes, ein jungfräulicher Hering. Wobei, ganz kurz, jungfräulich heißt, er kann jedes Jahr wieder jungfräulich werden. Also es ist nicht so, wenn der einmal, wo ich sag's, wie ist es, wenn der einmal gebumst hat und hat sich vermehrt, ne? Dann ist der ja im Prinzip, wenn man es auf einen Mensch bezieht oder sonst was, die nächste Jahr keine Jungfrau mehr. Aber der laicht ja dann, magert erstmal ab. Irgendwann ist es dann auch ein Hohlhering, also ein leerer Hering. Das ist so praktisch das Minderwertigste, was man hat. Da ist die Fleischqualität, der Fettgehalt auch total niedrig. Ja, aber nächstes Jahr hat er sich erholt. Dann ist er wieder kurz vorm Laichen, dann wird er automatisch wieder zu Matjes. Solange er jetzt nicht ein gewisses Alter überschritten hat und eine Fettgehaltsstufe, also die 12% unterschritten hat. Ein Matjes kann jedes Jahr wieder Matjes werden. Meistens fängt er so an, dass er gefangen wird zwischen dritten und sechsten Lebensjahr. Je jünger, umso besser ist ja auch die Fleischqualität vom Fisch. Ja, das ist im Prinzip der Unterschied zum Bismarck-Hering. Der ist eingelegt, auch nicht gekocht. Und der Brathering wiederum, der wurde tatsächlich gebraten oder halt durcherhitzt und ist noch paniert und auch eingelegt. Ja, das war es im Prinzip schon. Ich würde mich riesig freuen, wenn es euch gefallen hat. War ein sehr kurzes Video heute und ihr ein Like da lasst und ein Abo. Ansonsten sieht man sich. Ich verputze das jetzt alles. Ich habe einen riesen Hunger. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Bis denn, euer Marco. Ciao, ciao.